Wir haben heute wirklich schwierige Bedingungen. Es ist nicht nur dunkel, wir haben Minustemperaturen und wir haben Schnee. Dillenburg-Frohnhausen. Alle sind hochkonzentriert vor dem Drohnenstart. Und dann geht es los. Die erste Drohnenübung der Technischen Hochschule Mittelhessen zusammen mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr. Das Uni-Team hat eine spezielle Technik dafür entwickelt. Die Rettungskräfte sollen bei Großeinsätzen Hilfe aus der Luft bekommen. Meltem Kattikeier steuert eine der Lichtdrohnen. Die ersten Lichter, die aufgestiegen sind, um entsprechend die Lage zu beleuchten. Das Übungsszenario: Ein Auto ist mit einem Gefahrstoffgüterzug kollidiert. Mehrere Menschen sind in Lebensgefahr. Die Drohnen sind mit extrem starken Scheinwerfern, Messsensoren und Wärmebildkameras ausgestattet. Sie sollen Gefahrstoffe erkennen und Verletzte orten. Triage aus der Luft. Wir sind in der Lage, mit der Wärmebildkamera die Patienten zu differenzieren. Haben die schon eine Hypothermie, das heißt, sind sie unterkühlt oder noch nicht? Oder wir können aus der Luft schauen, sind irgendwelche Patienten, die zum Beispiel Blutungen haben? Dann werden die Rettungskräfte zuerst zu diesen Patienten geleitet. Hier kommen die Drohnenpiloten her. Die Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen. Der Campus? Ein bisschen wie das Silicon Valley der Medizinforschung. Im Fachbereich Gesundheit werden zukünftige Medizininformatiker ausgebildet. Und es gibt den Masterstudiengang Digitale Medizin. Die Studenten arbeiten im Labor, entwickeln zusammen Gesundheits-Apps. Das Ziel? Forschung mit viel Praxisbezug. Hier wird eine App für Parkinson-Kranke entwickelt. Die Forscher haben Patienten zum Testen eingeladen. Eine Smartwatch soll Bewegungsmuster erkennen und aufzeichnen können. Zum Beispiel das Zittern der Hände oder wie gut spezielle Übungen klappen. Anhand aller Daten soll die App dann analysieren, ob sich die Krankheit verschlechtert hat. Im Moment ist es so, dass die Termine beim Facharzt aber immer im vierteljährlichen Rhythmus sind. Also die Zeit dazwischen ist quasi ein Blindflug, wo sie von ärztlicher Seite nichts machen können, wo aber auch der Patient keine Versorgungsanpassung hat. Und da wollen wir natürlich hin und ich glaube, da kann Technik auch helfen. Zurück zur Drohnenübung in Frohnhausen. Das Hochschulteam sucht jetzt aus der Luft nach zwei Verletzten im Wald. Es ist eiskalt und muss schnell gehen, denn selbst die Übungsopfer frieren. Und dann ist es soweit. Die Drohnen haben die Verletzten im Wald gefunden. Da ist die zweite Verletzte. Die Drohnen leuchten den Einsatzort aus. Der Rettungsdienst kann vorrücken und die Verletzten nacheinander versorgen. Das blutende Bein wird zuerst behandelt. Das hätten die Helfer ohne die Drohnentechnik nicht gewusst. Schnell werden beide Übungsopfer aus der Kälte geborgen. Ein gelungener Einsatz. Der Rettungsdienst ist beeindruckt. Wir sind immer die Ersten vor Ort und da sind frühe Bilder unheimlich wichtig. Und das hat die THM, glaube ich, heute Abend hier sehr eindrucksvoll bewiesen, wie gut das funktionieren kann. Überall da, wo es unübersichtlich wird, könnten die Drohnen helfen. Bei Waldbränden, Zug- oder Autobahnunfällen. Die Übung ist geschafft und Drohnenpilotin Meltem Kattikeier erleichtert. Ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken, weil es so kalt gewesen ist, aber die Drohne hat eine halbe Stunde jetzt in der Luft gehangen, trotz des Windes, trotz der Kälte und es war perfekt. Triage aus der Luft oder die Entwicklung von Gesundheits-Apps. Von der Technischen Hochschule Mittelhessen ist noch einiges zu erwarten für die Zukunft der Medizin. Ja, und wovon könnten Patientinnen und Patienten heute schon profitieren? In welchen Fällen kann das Smartphone oder eine Smartwatch uns helfen, gesünder zu werden? Daniela Hublohr ist bei uns, Medizinerin von der Verbraucherzentrale Hessen. Hallo. Hallo. Es gibt ja unzählige Apps, die einen fitter, gesünder machen sollen. Aber wie kann ich da den Überblick behalten als Interessierter? Ja, ich mache mal eine grobe Eingruppierung. Also es gibt sehr viele Apps, die dem Lifestyle dienen, Ernährung, Bewegung. Es gibt Apps, die bei Erkrankungen unterstützen, zum Beispiel ein Schmerztagebuch zu führen, Allergietagebuch zu führen. Und es gibt die sogenannten Health-Apps, also wirklich die medizinischen Apps, die entweder eine Krankheit erkennen sollen, Vorhofflimmern zum Beispiel, oder bei Erkrankungen unterstützen in der Behandlung, bei Diabetes oder so dergleichen zum Beispiel. Und
In dieser letzten Gruppe gibt es dann noch mal eine Gruppe, die nennt sich digitale Gesundheitsanwendungen, DIGAs. Das sind Apps, die von Ärztinnen und Ärzten verordnet werden können und von Krankenkassen erstattet werden. Also ein riesiges Feld. Wenn ich mir jetzt irgendeine dieser Apps runterlade und die dann auch nutze mit Datenspeise, zum Beispiel so eine Smartwatch kann ja meinen Puls messen, meine Sauerstoffsättigung, sogar Vorhofflimmern erkennen. Das ist ja echt verrückt, was die inzwischen können. Aber das alles landet irgendwo in einer App. Woher weiß ich, dass diese App kein Schindluder mit meinen sehr sensiblen Daten macht? Ja, das ist gar nicht leicht zu beurteilen. Also man kann eigentlich davon ausgehen, bei kostenlosen Apps, dass sie mit ihren Daten bezahlen. Und da sind viele dran interessiert. Also es lohnt sich schon, so eine App genau anzuschauen. Es gibt zum Beispiel vom Aktionsbündnis Patientensicherheit eine Checkliste mit 5 Kriterien, die man sich anschauen sollte. Unter anderem, wer ist der Herausgeber der App, wie wird es finanziert, was ist der Nutzen, der Zweck der App, wie steht es mit Datenschutz und Datensicherheit zum Beispiel. Und es gibt vom Zentrum für Telemedizin im Gesundheitswesen den sogenannten App-Check, die diese medizinischen Apps, also die, die einfach wirklich ganz wichtig sind, dass die keine falschen Ergebnisse liefern, untersuchen. Da haben wir auch die Seite mal hier auf dem Pad aufgemacht, die können wir uns mal anschauen. Die fokussieren sich zum Beispiel auf Diabetes-Apps, da sieht man hier überhaupt mal, wie viele das sind und unter anderem auch pneumologische Apps, also welche, die Asthma-Patienten helfen können. Und wenn man da jetzt mal eine anklickt, gibt es eben die von Ihnen beschriebene detaillierte Bewertung. Da wird dann auch gesagt, was passiert mit den Daten, wo werden die gespeichert, kann ich die als Nutzerin oder Nutzer auch löschen. Also das ist eine sinnvolle Sache. Sie hatten ja schon gesagt, manche dieser Apps werden von den Krankenkassen eventuell gar erstattet. Sind dann per se welche, die der Arzt verschreibt, besser als andere? Naja, die sind überprüft worden. Die mussten ein Zulassungsverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte durchlaufen. Findet man auf einer Liste von diesem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, sind ungefähr 40 Apps. Die müssen dann in dem ersten Jahr, in dem sie zugelassen sind, auch ihren Nutzennachweise bringen, sonst verschwinden die auch wieder. Und da hat man schon, also das sind schon überprüfte Apps, da kann man sich drauf verlassen, würde ich denken. Die Realität ist ja leider trotzdem, also ich habe zum Beispiel den ein oder anderen Arzt oder Ärztin, die haben noch nicht mal eine E-Mail-Adresse für mich als Patienten. Ich glaube, dass die mir auch keine App empfehlen würden. Muss ich da selbst aktiv werden? Ich denke, das ist ganz gut, dann die Ärztin, den Arzt drauf anzusprechen oder auch bei der Krankenkasse nachzufragen. Es gibt auch von Krankenkassen wiederum eigene Apps, also da aktiv anzusprechen, wenn man sich dafür interessiert. Wäre schon sinnvoll. Von diesen so rund 40 Apps, die die Krankenkasse zahlen würde, die einem verschrieben werden müssen, hat die Stiftung Warentest auch welche empfohlen, die gegen Depressionen helfen sollen. Da gibt es beispielsweise Get on Depression akut und Prävention. Es gibt Mood Gym oder, die haben wir gerade mal geöffnet hier, Deprexis, so heißt die. Es ist relativ viel zu lesen. Aber sie spricht auch manchmal mit einem. Wir gucken mal, hören mal rein. Wege zeigen, wie man mit unangenehmen Gedanken gelassen und entspannt umgehen kann. Auf diese Weise verlieren solche Gedanken ihren Schrecken und behindern einen nicht mehr beim Glücklichsein. Also es gibt da Übungen und gelegentlich kriegt man auch eine persönliche Ansprache. Das Ganze basierend auf einem persönlichen Fragebogen, also individualisiert. Was können solche Apps, was können die leisten und wo liegen auch die Grenzen? Also sie können keine Behandlung bei jetzt wirklich schwereren Depressionen oder depressiven Verstimmungen, keine Behandlung ersetzen, eine ärztliche oder psychotherapeutische, aber sie können sie begleiten und sie können auch helfen, eine Wartezeit zu überbrücken, nachdem es ja oft lang dauert, bis man Therapieplatz bekommt, kann es in dieser Wartezeit schon sehr gut unterstützen. Also sehr gute Hinweise, viele Möglichkeiten. Vielen Dank für die Einordnungen, Daniela Hublor von der Verbraucherzentrale Hessen. Dankeschön. Also Gesundheits-App ist nicht gleich Gesundheits-App. Wer eine auf Rezept nutzen will, sollte mal seinen Arzt oder seine Ärztin fragen. Eine gute Übersicht über die Apps, die verschrieben werden dürfen, gibt es. Frau Hublor hat es schon genannt auf der Seite diga.bfarm.de. Das ist das zuständige Bundesinstitut dafür.